Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Diablo 3. Gut, also dann, wo gehen wir als nächstes hin? Ja, zum nächsten Gebiet, zum Kloster. Damit wir Alk kriegen. Kloster? Das sind Teleporter. Ich sehe, wo du bist, aber... Da ist ein Teleporter, ein Triporter. Ja. Ich reise dorthin. Jan, würde ich sagen, üff. So, und weiter geht's. Raus da, raus! Oh. Wir sind verdammt! Ja, ich habe es irgendwie geschafft zu entkommen, aber wenn es leider nicht. Meine Karawane befindet sich gleich nördlich von hier. Könntest du bitte nachsehen, ob alles okay ist? Klar. Machen wir. So. Es ist vorbei, meine Waren! Sie stehen in Flammen! Jemand muss das Feuer löschen! Und warum bist du nicht dieser jemand? Ich hab nicht mal was vorzulesen. Ja. Ja, aber gut. Würde ich sagen, nehmen wir so einen Eimer Wasser. Feuer! Los, schnell! Hat's gezählt? Feuer! Ich glaube ja, aber. Feuer! Hier ist ein besonderer Mob. Komm mal. Los, schnell! Ich hab ihn auch nicht direkt getötet, weil ich noch auf dich warte. Ich kann nicht werfen. Mit Q. Ja. Q, dann anvisieren und dann. Los, schnell! Macht er nix. Dann Q oder Rechtsklick. Nicht Linksklick. Ah. Also. Los, schnell! Gut. Bist fertig, oder? Feuer! Ja. Ich habe eine neue Ausrüstung gekriegt, deshalb würde ich sie kurz anlegen. Gut. Es ist vorbei! Ich bete, dass einige unserer Waren das Feuer überstanden haben. Du reist zum Kloster? Folge einfach dieser Straße. Ich persönlich würde da aber nicht hingehen. Dort hat fast jeder die Pest bekommen. Es war schrecklich. Die Mönche sind krank, weshalb sich niemand um die anderen kümmern kann. Okay, gut, gut. Loschak, so. Loschak, guck mal. Ah. Wenigstens auf so ein paar, die auf dem Weg liegen, kann ich dich ja aufmerksam machen, ne? Die sind so gemein platziert. So, die nächste Quest hier. Oder willst du die Quest nicht annehmen? Ach, das ist eine Kader-Quest, die habe ich schon abgeschlossen. Kader-Quest ja. Sind Account. Okay, Händler Transport. Unter den ganzen Kisten war irgendwo ein Kasten mit Medizinzeug, aber ich weiß nicht mehr, wo genau. Wir müssen alles so schnell zusammenpacken, dass ich keine Ahnung habe, was wo ist. Hilfst du mir bei der Suche? Ja. Kader-Quest, ja. Oh, schon gefunden? Gott sei Dank, du hast es gefunden. Ich werde die Verwundete gleich versorgen. Ich habe gleich gesagt, wir hätten die an der Pest erkrankten Leute zurücklassen sollen. Dann wäre so etwas nie passiert. Wow, meine von Rede. Es tauchte aus heiterem Himmel dieser riesige Wurm auf und dann überfielen uns auch noch Räuber. Am Medizinzeug klebt ein Stück Papier. Da du das Medizinzeug gefunden hast, kannst du es haben. Was steht denn drauf? Wow. Als Danke hier irgendein Zettel, der da dran klebt. Okay, Quest-Auslösungsgegenstand. Was?
Enel, die, das dauert länger. Spaß dir für einen Solopart auf. Solopart? Du willst mich nur loswerden. Gut, ich komme. Ich will nur nicht die ganze Zeit warten. Draußen droht die Pest. Fang dir ja nicht die Pest ein. Oh, hier ist ein Mob. Verdammt. Mob? Ein Putzutensil? Das Problem ist, ich habe versehentlich irgendetwas angekleckt. Das war ein Kampfgegenstand. Ja, ich sehe es gerade. Marschbanner. Halte Abstand! Verdammt. Sehe was, was du nicht siehst, und das ist eine Aussicht. Ich muss mich um vieles kümmern. Aussichtspunkt, ja, ja. Sag Bescheid, wenn du draußen bist. Bescheid. So, komm mal mit. Ich bin witzig. Wofür übrigens bei gemeinversteckten Samen sind, ne? Geh mal hier in die Ecke. Zwei, oder? Ja. Diese Bastarde. Man kann die Kamera nicht drehen. Ich weiß. Wissen die auch. Das wissen die ganz genau. Dieser Ort ist in großer Gefahr. Die Pest wütet. Unsere Mittel sind nutzlos. Und wer versucht zu helfen, wird selbst krank. Die Situation wird immer düsterer. Und nun haben sich die Toten erhoben, um alle anzugreifen, die von der Pest verschont blieben. Bitte, steh uns bei. Nö. Letztes Mal platzierten die Dämonen seltsame Kugeln auf dem Ackerland des Klosters. Nachdem die Pest sich eine Bastion des Todes aufgebaut hatte, breitete sie sich rasant im Land aus. Die Dinger stehen sicher mit der Pest in Verbindung. Bitte finde und zerstöre die Kugeln. Mhm. Werden wir machen. Deine Quest. Was denken sich die Mönche nur? Dämonen haben den Kornspeicher eingenommen, in dem die Nahrung des Klosters aufbewahrt wird. Wenn das so weitergeht, verhungern hier alle, bevor sie die Pest dahinraffen kann. Du siehst ziemlich stark aus. Kannst du uns helfen, die Dämonen rund um den Kornspeicher auszulöschen? Na klar. Ja. Und eine weitere Quest. Dort, wo die Patienten sind. Fangen wir ja nicht die Pest ein. Wir müssen die Windmühle in der Windstraße reparieren, aber die Ersatzteile befinden sich in der Scheune. Suche die Ersatzteile in der Scheune und bringe sie zu Bruder Miniro im Kloster. Okay, gut. Na klar. Sei vorsichtig. Gut. Ein Pestverfolger brauchen wir noch, die spawnen nur hier in dem kleinen Kreis. Ne, das war die falsche. Zu kurz wegen. Wann die Festverfolger wieder da sind. So. Hast du alle? Ich habe hier alle, ja. Okay. Jetzt noch Ersatzteile. Die liegen hier so rum in der Gegend. Und sie da aufteilen.
Okay. Wenn so Kisten, die der dann zerstören muss. Da so, erzählt ja. Das für dich mit. Mach kurz. Nee, zählt nicht mit, okay. Ja, hier sind so viele Leute gerade unterwegs für die Kisten. Warum so schneller wie spawnen die ja auch? Mhm. Ja, zwei Bauern noch und du? 7. Ich bin fertig. Ah, hier. So. Hier. Und hier. Sag Bescheid, wenn du fertig bist, ne? Ja, ich brauche doch eine. Fertig. Okay. Können wir ja die gute Nachricht verbreiten. So. Ist schon losgegangen. Ja. Oh, du bist so gut, wie ich dachte. Ich dachte, ich bin ein richtiger Stein vom Herzen. Ich glaube, ich habe gerade einen Satz übersprungen. Die Pest ist bis zum Grenzposten vorgedrungen und setzt fast alle Wachen außer Gefecht. Die brauchen Hilfe, aber wir können niemanden schicken. Falls du kannst, geh bitte zum Grenzposten und sprich mit Jax. Gut, Quest angenommen. Was denken sich die Mönche nur? Mut plus 1, was bringt überhaupt Mut? Das sind Dialogoptionen, wenn du da hohe Charakterstats hast. Unsere Vorräte sind leer. Bei Kaderquests. Die Windmühlen dienen nicht nur zum Mahlen des Getreides, sie müssen ununterbrochen in Betrieb sein. Wir benutzen sie, um das Weihwasser aus dem Untergrund hochzupumpen. Verwende die Ersatzteile, um die kaputten Windmühlen zu reparieren. Melde dich danach bei Bruder Argald. Okay. Und der Typ da? Danke. Pater Amel ist hier und hilft uns bei der Versorgung der Patienten. Bitte geht zu ihm. Er kümmert sich dort drüben um die Mönche. Gut. Muss mich um vieles kümmern. So eine Krankheit habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Die Leute zeigen Symptome, die denen eines Schlangenbisses ähneln. Die Krankheit schreitet aber viel schneller voran. Ich befürchtete fast, dass wir nicht genügend Zeit haben, um mehr als eine Behandlung auszuprobieren. Ich hörte Geschichten von einer geheimnisvollen Jadestein mit heilenden Eigenschaften, der hier irgendwo versteckt ist. Vielleicht kann man die Krankheit mit ihm lindern. Würdest du dich bitte bei Bruder Alred über den Stein erkundigen? Er soll aus Jade sein. Ja, das sagtest du bereits. Ja, ein Jadestein aus Jade. Ein irischer Ire. Die Kugeln? Von denen weiß ich nichts. Bruder Dylam könnte dir helfen. Er hat sich auf den Weg gemacht, um dem Grenzposten zu helfen. Du musst wohl dorthin. Er ist dorthin, um den Wachen zu helfen. Ja, danke. Also, wir kriegen es beim ersten Mal mit, Leute. Aha. Oh, einmal komplett rumreiten. Was denken sich ja. Die Mönche nur? Der Mond kommt näher. Und wir müssen eine Windmühle reparieren. So, die erste Windmühle ist repariert. Ja, das reicht auch. Mehr brauchen die bestimmt nicht, oder? Nee.
Das muss reichen. Okay, das... Sorry, das ist dämlich. Es gibt Spiele, die sagen, du musst 20 Windmühlen reparieren und dann. Und dann gibt es dieses Spiel hier, dass das Überleben schon ausreicht. Oh. Das angeblich schon ausreicht, wenn nur eines der Windmühlen repariert wird. Wir haben große. Wir sind zu sehr damit beschäftigt, zu überleben, um uns wegen der Pest zu sorgen. Glaubst du, du kannst die Riesenleichenspinne rund um den Grenzposten ausmerzen? Oh, oh, kann ja sein. Es war höchste Zeit für die Reparatur der Windmühlen. Vielen Dank, dass du dich darum gekümmert hast. Mhm. Jetzt. Es ist vorbei. Wir haben schon zu viele gute Leute verloren, weshalb ich froh bin, dass endlich Hilfe kommt. Ich mache mir Sorgen um das Kloster und die Krankenstation. Ja. Dann das hier aktivieren. Und auf zu Rosse. Auf zur Riesenleichenspinne. Die ist groß, die Riesenleichenspinne. Ja. Ja. Und schon vorbei. Es ist vorbei. Ich sah die Spinnen fallen. Der Stein, den du erwähntest, das muss die Serpentinjade sein. Sie hat stark entgiftende Eigenschaften. Sie befindet sich in einer Höhle namens Aquilox Schwanz, ganz in der Nähe. Allerdings, momentan wimmelt es dort nur so von Dämonen. Allein der Weg dorthin ist brandgefährlich. Ja, dann schauen wir doch mal, wie brandgefährlich dieser Weg zum Dungeon ist. Wir haben große Verluste. Und es kommt noch dazu, dass die meisten Gegner uns nicht mal angreifen, also. Von Gefahr kenne ich hier nichts. Ui, ja, aber. Ja, ja. Gegenstand Stufe 65, okay. Ah, jejeje. Muss ich kurz einen Fertigkeitspunkt reinpumpen, das Ganze ging mir auf die Nerven. Geh nicht zu schnell voraus, ne? Ja. Weil da hinten ist halt wieder ein Weg ohne Wiederkehr. So, jetzt muss ich gucken, wo das war. Ich glaube, das war hier rechts. Nee? War das? Ah, ich hab's vergessen. Ich sehe die Samen, aber ich weiß nicht mehr, wo der Eingang ist. Vielleicht hier vorne irgendwo? Ah, ne, hier. Warte, ich komme. Hier sind zwei Stück. Ah, verdammt. Sonst haben wir hier nichts. Aber Moment. Ich muss kurz ins Inventar schauen. Einen neuen Helm. Sonst nur das hier. Gut, okay, dann weiter. Ah, fuck. Nein. So, komm. Ich komme. Aus meinem AE rausgelaufen, wie wir meinen. So, hier sind zwei Samen. Einer hier rechts und der andere da im Gebüsch. Gut.
Es ist auch wieder 6 hier. Ah. Die anderen sind eher auf dem Weg. Dup, 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 dup. So. Oh, bam, ich sehe jetzt, bam, dass es die Pestlegion ist, die in diesem Gebiet lebt. Die Pestlegion? Ja. Die verschiedenen Legionen als Gegner. Okay. Das ist interessant. Ah. Da steht pervertiert. Meine im Tooltip rechts. Nee. Ich habe zuerst etwas anderes gelesen. Oh, komm. Wir müssen noch mal ein Stück zurück. Ich habe eins übersehen. Da. Hm. Warum kann die keinen Pfeil drauf machen? So, Ding, hier, der schau. Der letzte ist im Bossraum, also ganz entspannt durch. Gut. Okay, der Bossraum ist hier gleich da vorne. Also direkt hinter diesem Möchtegern-Bus. Kommst du klar? Oh, du bist tot? Ja. Sofortige Auferstehung. Sofortige Auferstehung, was bedeutet das? Entweder das oder du läufst vom Dungeon-Eingang her. Was ist das, was benötigt wird? So eine Feder, die du gekriegt hast. Okay, ich probier's mal. Ja, es hat auf einmal geleckt und ich war tot. Ja, jetzt wieder auf den Leck geschoben. Ja, wirklich? Enorme die Party wie die Spiritus Santi. Ah, doch nicht. Okay. Warte, hier im Bossraum, wo ist es? Nee, im Bossraum, wie weiter. Oh, das ist noch nicht der Boss gewesen. Nein, das ist nicht der Boss gewesen. Der Boss kommt jetzt. Ah, okay. Hast doch die Chance nochmal zu sterben. Keine Sorge. Na, kommst du klar mit den Fähigkeiten vom Bossen? Ja. Dafür standest du gerade aber ziemlich viel drin. Anleitung? Na, der hat mich unterbrochen, das Schwein.
Ah! Knapp. Warum muss er mich immer in meinem Cast grabben? Das ist gemein. So. Der Samen ist hier. Gut. Gut. Und aufsammeln. Hammelstein. Lied der Flucht. Aber zuerst einmal muss ich kurz meine Waffen und so graden. Noch eine Stunde, bevor wir diesen geduldig. Sonst habe ich alles. Nächte Flucht. So. Gut, dann willst du nochmal? Ja, du musst erstmal rauskommen. Ja, ich bin auf dem Weg. Erstmal in die falsche. Schön, dass du mir nachgemacht hast. Fühle ich mich nicht alleine doof. Ja, du bist der Führer. Weißt du ja auch gleich, weshalb du mir nicht so vertrauen sollst. Ah, verdammt. Heute Attacken kriegen wir mehr Schaden an bei denen. Was für Attacken? Autoattacken. Also Rechtsklick, nicht automatisch. Ja. Ist vielleicht etwas. Und echt das Auto runterwerfen. Nein, Auto auch nicht, ganz genau. Was sagt dein Charakter ab und zu? Ja, beim Zaubern. Ja. Zaubersprüche. Verstehe immer wieder, letzte Warnung. Nein. Das ist nichts Deutliches. Also deutlich schon, aber nichts Verständliches, sag ich mal so. So. Schon aufgesammelt und weiter geht's. Thank you.
Au. Vorsicht! Was für Vorsicht? Ja, deine Charakter sagt Vorsicht! Letzte Warnung! So, und wir sind schon wieder bei 30 Minuten. So, ja. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao! Mit Au! Au!